Ihren Urlaub am Mittelmeer haben sich die Passagiere dieser Maschine sicherlich anders vorgestellt. Das Flugzeug in Hannover kommt von der griechischen Insel Rhodos, wo derzeit Dutzende Brände wüten. Die Hölle auf Erden. Warum? Weil wir bei 42 Grad mit Sack und Pack irgendwie 10 Kilometer zu Fuß vor den Flammen weggelaufen sind. Wir konnten das sehen, in unserem Hotel konnten wir noch bleiben erstmal. Wir sind heute zum Glück zurückgereist, konnten wieder über die Straße fahren. Wir sind bis zum Ende im Hotel geblieben und von alle Seiten kam Feuer. Und wir sind einfach mit Koffer zum Strand gerannt und dann alles Koffer im Sand geschmissen und dann weg. Am Flughafen war es sehr schlimm, da waren sehr viele, die da übernachtet haben. Die mussten sich selbst um die Hotels kümmern. Wegen der verheerenden Brände läuft auf Rhodos die bislang größte Evakuierungsaktion in Griechenland. Zehntausende Menschen wurden vor den Flammen in Sicherheit gebracht. Urlauber und Einheimische kamen in Turnhallen, Schulen und Konferenzzentren unter. Am Flughafen von Rhodos herrschte dichtes Gedränge. Der Reiseanbieter TUI hat am Sonntag vorerst alle Urlaubsflüge nach Rhodos gestoppt. Noch geplante Flüge sollen Urlauber von dort aus zurückholen. Die Feuerwehr kämpft an mehreren Fronten gegen die Flammen. Die anhaltende Hitze und starke Winde erschweren die Löscharbeiten. In Griechenland herrschen derzeit Temperaturen von mehr als 40 Grad.